mein Modding ist ja sowieso ein Thema. Ich habe das, glaube ich, im letzten Part erst gesagt. Ich meine, ich hätte es sogar so gesagt. Da kann man im Prinzip stundenlang drüber reden. Ja? Modding umfasst ja so eine Vielzahl an Möglichkeiten auch. Und je mehr Möglichkeiten TML hier natürlich auch einbauen, je mehr interessiert sich die Community auch dafür. Und ich finde es tatsächlich gut, dass hier auch Rücksicht drauf genommen wird, was zum Beispiel die Bussneigung angeht. Dass TML sagt, okay, das gefällt den Leuten so nicht. Wir ändern da was dran oder wir machen eine Optionsmöglichkeit draus, dass die Leute sich das so einstellen können, wie sie möchten. Ja. Ja, die nächste Frage, wie ist denn das, gibt es beim Fernbus-Simulator eigentlich Wildwechsel? Ich habe es mal mit reingenommen. Ich habe ja viele Fragen auch so schon beantwortet unter den Videos. Ich schaue ja schon immer mal drunter. Aber so die schönsten Fragen suche ich mir dann halt auch immer so ein bisschen raus. Hier nochmal für die große Andi-Fragerunde. Und ja, dann geht es halt auch an die Fragerunde. Ne? Wildwechsel fand ich sehr lustig. Tut mir leid, wenn ich so sag, aber ich habe mir das so vorgestellt. Ja, ich fahre auf der Autobahn und plötzlich fliegt mir irgendwie ein Vogel gegen die Scheibe. Na gut, ist jetzt kein Wild, aber so im übertragenen Sinne gemeint. Und ja, Schnabel klebt so vor mir, direkt vorm Auge. Als nächstes rase ich in die Leitplanke, weil ich nichts mehr sehe. Na egal. Gibt's in dem Sinne ja auch bei ETS nicht, bei ATS nicht und auch nicht bei OMSI. Gut, ich wurde eines Besseren belehrt, was OMSI angeht. Jetzt wird es wieder riskant hier. Angst. Das ist natürlich jetzt hier die Problematik. Ich sehe so gut wie gerade gar nichts im Außenspiegel. Ich komme hier nicht raus. Eieiei. Wie will ich denn jetzt hier rauskommen? Kollege, fahr mal weiter. Lässt er mich raus? Nö, er lässt mich schön nicht raus. Hallo, ich würde... Ja, genau, fahr mir rein. Ja, Leute, ich kann es nicht ändern. Ich muss hier irgendwie rausfahren. Tut mir leid. Ich sehe das jetzt mal nicht als Unfall. Also hier müsste halt deutlich nochmal dran gearbeitet werden. Das klappt leider noch nicht so ganz, wie es soll. Vor allen Dingen, was den Außenspiegel angeht, ist das natürlich noch ein bisschen schwierig. So, jetzt müsste ich aber auch irgendwie die Spur, glaube ich, wechseln. Nee. Ah! Jetzt aber. Komm. Rüber. Jawohl. Ah. So, wir fahren mal in die... Na, ist immer noch eine zu weit. Uiuiui. Ja, wo waren wir jetzt stehen? Achso, ja, genau, bei Wildwechsel. Also Wildwechsel kenne ich, wie gesagt, nicht. OMSI sagte jemand, bei Wackensau hätte es das gegeben. Ich habe es nie gesehen. Kann durchaus so sein, ja. Aber ansonsten, das ist dann auch mehr so ein Gimmick gewesen, als dass es tatsächlich eine OMSI-Funktion war. Bei ATS gibt es ja die berühmten Bonanza-Kugeln, also diese kleinen Strohballen, die rumfliegen. Klong, klong, klong. Ich würde sagen, schlechte Straßenverhältnisse hier. Ja, fahre ich zu schnell, wird gemault und fahre ich zu langsam, wird auch gemault. So kennt man das. Ich kann ja mal Gas geben. Jetzt pass mal auf, mal gucken, was passiert. Ich gebe mal Gas. Okay, ihr seid zufrieden, obwohl ich schnell fahre, das finde ich gut. Bei ATS sind es dann die berühmten Bonanza-Kugeln und diese, also diese Strohballen, die da rumfliegen. Aber Wildwechsel gibt es da... Wildwechsel gibt es da tatsächlich keinen. Ja, siehst du, da haben wir es. Jetzt soll ich wieder langsamer fahren, ja? Also, ihr erinnert mich schon wieder so ein bisschen an die OMSI-Passagiere. Finde ich gerade irgendwie sehr amüsant. Aber so generell gesehen, Wildwechsel, ich meine, wo sollte jetzt Wildwechsel stattfinden? Ich meine, auf der Autobahn ist es ja eher unwahrscheinlich, dann wenn schon irgendwie auf einer Landstraße. Das müsste dann aber auch irgendwie so vonstatten gehen, dass der tatsächlich nur auf der Landstraße passiert und nicht auf der Autobahn. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so einfach ja, umzusetzen ist. Keine Ahnung. Ich meine... Vielleicht guckt der Timo ja wieder zu und sagt sich, Wildwechsel, die Idee hatten wir noch gar nicht. Timo, falls du zuschaust, ja, du kannst ja gerne was in die Kommentare dazu schreiben,
was denn TML so zu Wildwechseln sagt. Ob ihr sagt, das macht einen Sinn oder ja, wozu braucht man das? Ich bin ja persönlich jetzt schon so ein bisschen der Meinung, man braucht es eigentlich nicht wirklich. Sorry, wenn ich so sag, aber wenn ich jetzt einen Simulator habe, der tatsächlich nicht auf der Autobahn spielt, sondern wirklich nur auf, ja, auf ländlichen Gefilden, ja, so überlandmäßig, dann sage ich, okay, kann man vielleicht drüber legen, drüber nachdenken, ob man da irgendwas machen kann. Aber jetzt so beim Fernbus-Simulator, ich weiß nicht, ob das wirklich viel Sinn macht. Ja. So, was haben wir denn noch auf dem Zettelchen? Kommen auch Setra-Busse. Ist auch ein schönes Thema. Das berühmte Bus-Thema hatten wir ja beim letzten Mal auch schon gehabt. Also ich denke mal, Setra wird im Prinzip schon schwierig sein, weil ihr müsst natürlich bedenken, Setra ist ja jetzt schon seit einer ganzen Weile Evobus. Und das heißt, Evobus heißt gleichzeitig auch Mercedes. Und wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, weiß man natürlich auch, dass Mercedes ungern Lizenzen gibt für Fahrzeuge. Ja, kennt man ja auch schon von SES-Software. Die haben es ja irgendwie geschafft, tatsächlich eine Lizenz zu bekommen. Wie sie das gemacht haben, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Ja. Warum sie gibt es heute noch keine Lizenzen für Mercedes? Ich weiß nicht, ob TML das tatsächlich hinbekommen, dann eine Lizenz zu erhalten für Setra. Da wäre es natürlich schon eher denkbar, dass TML sagt, ja gut, wir bauen tatsächlich noch einen zweiten Neoplan zum Beispiel, weil Neoplan ist dieses Lizenzproblem nicht und Neoplan gibt es bestimmt auch noch andere Reisebusse, die man umsetzen könnte. Was vielleicht auch optional möglich wäre, wäre Volvo, was mir jetzt so noch einfällt. Ich meine, Volvo ist ja auch zumindest, was Lizenz angeht, bei SES-Software kein Problem anscheinend gewesen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es bei Flixbus auch Volvo-Busse gibt. Ich glaube tatsächlich nicht. Was ist denn hier los? Stau? Was haben wir denn hier jetzt? Warum fahrt ihr alle so langsam? Aber Volvo wäre da vielleicht tatsächlich noch eine Option. Ansonsten fällt mir da nicht wirklich viel ein, was man noch für Marken hätte, wo man sagen könnte, okay, die könnte man in Betracht ziehen, weil das sind ja eigentlich schon die großen Markenhersteller, die es gibt. So gesehen, also Neoplan fährt sehr viel rum und gut, Travegos fahren, glaube ich, auch ganz gerne noch rum, aber das ist ja dann auch wieder Mercedes. Was ja die Sachlage letztlich nicht besser macht, ja. Also Mercedes wird da wahrscheinlich eher sehr, sehr schwierig werden für SES, an eine Lizenz zu kommen. Ich meine, was die Jungs draus machen, muss man sehen, aber... Hallo? Leute, würdet ihr euch dann aber bitte jetzt auch richtig einordnen und nicht jetzt einfach mal in mich reinfahren? So, du bleibst nicht stehen, okay. Oh Gott, ich höre schon den nächsten Knall. Ich fahre jetzt trotzdem. So, es ist gut gegangen. Gut gegangen. Es ging gut, es ist verblüffend, aber es ging gut. Ja, aber Busse ist im Prinzip tatsächlich ein interessantes Thema. Es wäre natürlich auch ein interessantes Thema in dem Sinne, es gibt ja sehr, sehr viele Reisebusse und gerade was Mercedes und Setra angeht, wenn jetzt natürlich jemand aus der Freeware-Szene sagen würde, ja gut, ich würde jetzt mich hinsetzen und würde einen Bus für den Fernbus-Simulator bauen und würde da tatsächlich einen Travego zum Beispiel bauen. Und den als Freeware anbieten, ja gut. Das ist wieder diese Modding-Geschichte, wo ich sage, Daumen hoch, super Sache, wenn man jetzt tatsächlich eigene Busse hier implementieren kann. Weil dann natürlich wieder die Option besteht, zu sagen, man bringt hier Busse ins Spiel, die in dem Sinne als ja, Lizenzmodelle eigentlich gar nicht so möglich sind. Ja. Aber das sind natürlich noch ungelegte Eier. Man muss jetzt natürlich auch erstmal abwarten. Jetzt so nach Release wird das ja, denke ich mal, nach und nach anlaufen, wie das denn jetzt mit dem Modding vonstatten geht und was da alles möglich ist. Ich werde vielleicht dann auch, je nachdem, ich habe es bei OMSI nie hinbekommen, meine Fulda-Karte zu bauen. Ja. Und
für mich ist das natürlich auch jetzt zu überlegen, ob man tatsächlich auch mit dieser schönen Grafik, die man hier hat, ob man da nicht versucht, vielleicht irgendwie was im Fernbus-Simulator zu bauen. Ich meine, Busoptionen gibt es, es gibt Kartenoptionen, die man hat. Man ist laut Timos Kommentar, ich sag nochmal, der Timo ist ja selber auch von TML, er kommentiert halt auch öfters mal unter den Videos. Und laut Timos Kommentar ist es tatsächlich wohl auch so, dass man noch nicht mal unbedingt darauf beschränkt ist, dass man rein sich an den Fernbus halten muss, sondern tatsächlich auch theoretisch modbar imstande wäre, Stadtbuskarten und Stadtbusse nachzuempfinden. Also dass da tatsächlich nicht unbedingt Leute, ich kann nicht hier rasen wie ein Wilder, das geht nicht. Dass man hier nicht unbedingt wirklich auf den Fernbus beschränkt ist, sondern tatsächlich auch sagen kann, okay, ich baue mir jetzt hier eine Stadtkarte. Also ich finde wirklich diese Option, die man hier hat, eine schöne Sache, ja. So. Es sieht mir fast so aus, als würden wir uns schon der nächsten Stadt nähern. Ich meine, wenn ich jetzt mal eure Meinung zugrunde lege, ja. Ich meine, wie steht ihr jetzt persönlich so dazu? Sagt ihr, ja gut, finde ich tatsächlich für den Fernbus-Simulator gar nicht mal schlecht, dass man auch hier wirklich sich irgendwie was im Stadtbusbereich bauen kann? Oder sagt ihr, ja nee, ich möchte tatsächlich jetzt hier auch wirklich im Fernbus-Simulator nur Fernbus fahren? Oder sagt ihr, ach, ich bin Busbauer, jawohl, also da baue ich jetzt gerade einen Bus für den Fernbus-Simulator, weil wegen Grafik und so, das ist ja echt super geil und keine Ahnung. Schreibt das doch vielleicht auch einfach mal in die Kommentare. Kann ja sein, dass hier der ein oder andere ist, der auch von der Materie ein bisschen Ahnung hat. So, wartet mal, wie fahre ich denn jetzt dieses Rollo runter? Wo habe ich das denn jetzt belegt, verdammt? Hä? Was zum... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe gerade irgendwas aufgemacht an Luken. Habe ich jetzt irgendeine Luke aufgemacht? Mal wieder zu hier. Irgendwas habe ich gerade gedrückt, was ich nicht hätte drücken sollen, oder? Hä, was habe ich denn... Ach nee, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich habe das Fahrerfenster aufgemacht. Ha! Ja, das sind so Tasten, die benutzt man nicht oft. Wo habe ich denn das Rollo? Da ist das Rollo. So, fahren wir das Rollo. Naja, jetzt sehe ich die Ampel nicht mehr. Super. So, okay. Also, weiter geht's. Ich lasse erstmal raus. Und dann fahren wir hier rein. So, ich weiß jetzt gar nicht, waren wir jetzt in Braunschweig? Und Magdeburg. Nee, Magdeburg sind wir los. In Hannover. Braunschweig oder Hannover? Das ist hier die Frage. Jetzt bin ich so schnell am Schild vorbei, jetzt konnte ich es nicht lesen. Super. Da drüben haben wir eine Tankstelle. Ich sollte vielleicht ein bisschen mit der Geschwindigkeit runtergehen. Falls hier mal wieder irgendwie so ein Knipser installiert wurde. Weil ansonsten freut sich mein Chef wieder, wenn ich das nächste Knöllchen bekomme. Lalala. Also es ist schon lustig, an manchen Stellen diese Beschwerden, ich fahre zu langsam und an manchen Stellen, dass ich zu schnell fahre, obwohl an beiden Stellen eigentlich gerade das Gegenteil meiner Meinung nach war. Vielleicht ist das auch nur so ein bisschen eine Gefühlssache. Ja, du hast Gefühl? Ja, ich habe Gefühl. Manchmal habe ich das. Und ich fühle gerade, dass ich auf der falschen Spur stehe. Ich versuche mich jetzt mal ganz dezent hier an ihm vorbeizumogeln. Jetzt sehe ich schon die Ampel nicht mehr. Müssten wir vielleicht doch mal in die Außenansicht gehen. Ich fahre mal ganz dezent so vor dich. So. Hehehe. Edge. Ja, so quetscht man sich irgendwo dazwischen. So, ich bin mal gespannt. Upala, ich bin mal gespannt, wie jetzt hier der Busbahnhof aussieht. Und vor allen Dingen, was ihr dazu sagt. Und wir müssen schon wieder abbiegen. Und die Ampel ist schon wieder rot. Das ist irgendwie so mein Dilemma in Städten. Der Timo hat ja schon geschrieben, das ist keine böswillige Absicht. Na, ich glaube ihm ja, aber
Ich habe irgendwie so das Bedürfnis, langsam wieder damit anzufangen, vor Ampeln zu singen, in der Hoffnung, dass die Ampeln dann tatsächlich freiwillig grün werden. Nein, sie denkt sich strikt, roll du nur mal weiter. Ich roll noch mal ein Stück. Nee, sie denkt sich immer noch, roll du nur mal weiter, ich bleib trotzdem, wo ich bin, wie ich bin. So, ich glaube, jetzt ist sie grün geworden. Man hat sie schon nicht mehr gesehen. Was machst du da schon wieder? Stell dich mal ganz dezent mitten auf die Kreuzung. So. Es ist verblüffend. Ich kann wirklich zu den Ampeln fahren, wo ich will. Die sind immer rot. Ach ja. Ich kann heute noch nicht mal ein bisschen rumflamen und kann sagen, ja, TML, was ist denn jetzt? Kommt jetzt Tracker oder nicht? Weil mittlerweile habe ich ja schon eine Zusage bekommen. Eigentlich müsste ich jetzt vor jeder roten Ampel stehen bleiben und sagen, ja, TML, danke, ich bekomme Tracker, ja. Nee, aber feine Sache. Also, das ist halt wirklich sowas, wo ich sage, also wirklich top, Jungs. Da muss ich wirklich sagen, beide Daumen hoch. Ich habe leider nur zwei. Wenn wir Zuschauer oder wir Community oder wie man es auch immer nennen will, uns was wünschen, die Jungs versuchen tatsächlich das auch umzusetzen und egal was das denn ist, in meinem Fall ist das tatsächlich dann Tracker, da wird dann auch wirklich versucht, irgendwas einzuarbeiten und das finde ich wirklich eine schöne Sache. So, jetzt hoffe ich, es kommt keiner irgendwie von hinten angefahren. So. Ich glaube, da vorne müssen wir hin. Das sieht mir dezent danach aus. Ja, wir müssten aber eigentlich geradeaus fahren. Stehe schon wieder auf der falschen Spur. Ah. Ich hätte jetzt natürlich auch da drüben reinfahren können und gucken können, ob ich drehen kann. Aber jetzt wird grün, das passt doch. So, jetzt müsste man nur noch erkennen, ob da irgendwas kommt. Ich fahre jetzt einfach mal auf der Spur weiter hier. Ich fahre einfach mal auf der Spur. Ich mache das jetzt einfach. Ist mir jetzt egal. So. Wir müssen da rein. So. Ich habe ja jetzt noch nicht gesagt, wo wir sind. Also für diejenigen, denen es bekannt vorkommt, finde ich schon mal sehr gut, weil dann ist es gut nachgebaut. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob Hannover oder Braunschweig. Ich glaube tatsächlich, es kommt erst Hannover. Kollege, fahr mal weiter. Ich will da rein. Hallo. Würdest du mal bitte weiterfahren? Warum fährt er denn jetzt nicht? Jetzt bleibt der ernsthaft da stehen. Das kann nicht wahr sein. Hallo. Pattsituation. Die berühmte Situation des Patts. Patzos, Pathos. Müsste ich vielleicht ein Stück rückwärts fahren. Ein bisschen rückwärts können wir vielleicht noch. Ein bisschen. Nur nicht zu weit. Und stopp. Wupp. Jetzt frage ich mich gerade, komme ich da durch? Es wird eng. Es läuft wieder heute. Es läuft, Leute. Der fährt jetzt nicht ernsthaft noch ein Stück vor. Jetzt komme ich nicht mehr durch. Ah, sieh die Spawn. Okay. Gut, zugegebenermaßen, ich bin vielleicht ein bisschen weit vorgefahren, aber passieren sollte das meiner Meinung nach gerade trotzdem nicht unbedingt. Och, Leute. Kann ich mich links irgendwie vorbeimogeln? Sollte man eigentlich nicht tun. Jetzt bleibt der wieder stehen. Komm. Hallo, du da, fahr mal weiter. Komm. Ja. Jawohl. Heute geht verblüffend viel gut. Es ist erstaunlich. Ich glaube, wir hatten erst einen Kratzer im Bus. Wegen eines blöden LKWs, oder? Hat er uns gerammt gehabt? Doch, ich glaube, er hatte uns gerammt. Okay, ich dachte eigentlich, das wäre Busbahnhof. Warum fahren hier Autos durch? Muss das so? So. Bleiben wir mal hier dezent stehen. Machen mal die Türen auf und steigen mal ganz kurz aus. Da stehen auch schon die nächsten Passagiere, die mitwollen. Das lobe ich mir. Wie viele sind denn jetzt noch drin? Na, sieht noch voll aus.